Also ich bin Marek, ich spiele Gitarre und singe ein bisschen. Ich bin Juman, spiele Bass und in einem Song mache ich auch die zweite Stimme. Ihr seid zusammen. Spiegelreflex. Wie würdet ihr euren Stil beschreiben? Ich denke, auffällig ist erstmal, dass wir relativ langsam spielen. Ja, wir sagen oft Slowcore dazu, auch wenn es vielleicht andere Slowcore-Bands, die sich auch nicht selbst Slowcore nennen, zu uns auch nicht Slowcore sagen wollen. Seid ihr für die zu schnell oder? Naja, ich glaube, die anderen Bands, wie zum Beispiel Low oder Codein oder Slint. Ja, also die sind schon ganz schön minimalistisch, aber wir sind noch minimalistisch, weil ich weiß nicht, ob die das noch in die gleiche Kategorie stecken würden. Aber das sind so unsere Vorbilder. Aber insgesamt würde ich auf jeden Fall sagen, dass unsere Musik schon so dem Rock-Pop entspringt. Also im weiteren oder im engeren Sinne ist es eigentlich nicht experimentell. Aber eben es ist trotzdem unkonventionell gespielt eben. Also quasi so, ihr bedient euch halt schon Pop-Elementen, aber spielt die so extrem langsam, dass es dadurch unkonventionell rüberkommt, oder? Eigentlich ganz anders. Naja, also es ist ja nicht unsere Absicht, irgendwie unkonventionell rüberzukommen. Das ist einfach. Wir haben ganz viele verschiedene Sachen gespielt und ausprobiert und haben gemerkt, dass diese Art zu spielen uns am besten gefällt. Und wir haben uns das nicht vorgenommen. Das heißt, ihr habt eigentlich am Anfang ganz andere Sachen versucht. Genau, ja. In welche Richtung? Naja, es war schon Rock auf jeden Fall. Rock oder ein bisschen Blues auch dabei. Also wir haben manchmal Momente, wo wir einfach gerne, na nicht Momente, aber längere Sessions vielleicht sogar, wo wir gerne ein bisschen Blues spielen, weil wir finden beide Jimi Hendrix extrem gut. Aber ja, also wir haben schon versucht, die Songs rockiger zu spielen, aber am Ende hat uns diese minimalistische, langsame Art doch besser gefallen. Und insgesamt finde ich schon, dass wir eben eine Musik machen und auch einen Sound haben, den es relativ selten gibt. Also wenn ich unsere Musik höre oder wenn wir das spielen, dann komme ich in so eine Stimmung oder das setzt bei mir so Gefühle frei, die ich sonst selten so verspüre. Und das haben wir halt mehr oder weniger gefunden. Also dadurch, dass wir halt einfach gespielt haben und dann hat sich das so ergeben und das passte halt einfach. Also es passte irgendwie gut zum Lebensgefühl oder ja zu irgendwie so einer Seite, die relativ selten von Musik bedient wird. Ja, auch immer so auf, so ich muss ja sehr viel, also ich höre sehr viel Bands halt dadurch, dass ich halt für die Mess-Sessions versuche, jemanden zu finden. Und da finde ich eigentlich, habe ich bisher noch niemanden gehört, der so was macht, wie ihr macht. Also da ist total krass, da stecht ihr doch ganz schön extrem aus. Das soll jetzt ein Kompliment sein. Ich grinse. Dankeschön. Das Grinsen hört man nicht auf der Aufnahme. Kein Ende.
Ja, wie hat denn für euch alles begonnen? Also wie seid ihr generell zur Musik gekommen? Also ich bin zur Musik durch meinen Vater, weil der hat, bevor ich geboren bin, oder vielleicht sogar noch als ich geboren wäre, wie heißt man? Als ich geboren bin, war mein Vater noch in einer Band mit seinem Bruder. Und die haben so Beatles-Songs nachgespielt. Und dann, als ich geboren bin, dann musste der plötzlich mit der Band aufhören. Und aber das hat ihm auf jeden Fall nicht losgelassen. Und dann als ich klein war, sind meine ersten Erinnerungen an meinen Vater, dass er Gitarre gespielt hat und gesungen hat. Ich komme aus Tschechien und in Tschechien gab es zumindest zu der Zeit, ich glaube heutzutage immer noch ein bisschen, so eine große ein großes Country-Publikum. Und mein Vater, der fand das auch, also privat hat er auch gerne Country-Songs gespielt. Und das sind meine ersten Erinnerungen so an Musik, so tschechische Country-Songs zu singen. Und das hat mich. Ich habe das geliebt, mit meinem Vater zu singen. Und das war auch mein erster Song auf der Gitarre, den ich gelernt habe, war eben so ein tschechischer Country-Song. Und dann habe ich halt ganz lange Gitarre geübt, ganz allein, ohne Schule oder Unterricht. Und dann habe ich. Wir sind dann nach Kanada geflohen, sozusagen aus Tschechien. Und dann habe ich schon mit 17 in Kanada meine erste elektrische Gitarre gekauft. In so einem Pawnshop, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ein Leihhaus, oder? Das ist so, wo man halt Sachen hinbringt und dafür Geld bekommt und man kann es wieder freikaufen, wenn man. Genau, ja, genau. Und So. oft kommen die Leute nicht wieder und dann werden die Sachen einfach spottbillig verkauft. Und da habe ich mir einfach eine super billige Gitarre und einen super billigen Verstärker gekauft, der nur einen Knopf hatte für Lautstärke. Und bin damit nach Hause und habe den voll aufgedreht und habe den zwischen zwei Sofakissen geklemmt. Und dann hat es so ein bisschen wie Jimi Hendrix, wie ein Marshall geklungen. Also in meiner Vorstellung natürlich nur. Und ja, das war mein Einstieg in Rockmusik. Da gibt es viele Parallelen zu mir. Also mein Vater hat viel mit der Akustikgitarre zu Hause gespielt und gesungen, auch schon so meiner Kindheit ging das los, da erinnere ich mich auch gerne dran. Und dann habe ich mir auch irgendwann erstmal auf einer Akustikgitarre so die verschiedenen einfachen Akkorde beigebracht und so während meiner Schulzeit. Und habe mir dann auch ungefähr so mit 16, 17 meine erste elektrische Gitarre gekauft. Und ich weiß noch genau, mein erster Verstärker, der hieß Marlboro. Da stand ganz groß Marlboro drauf, hatte aber, glaube ich, mit der Zigarettenmarke nichts zu tun. Und im Grunde genommen verdanke ich alles sehr viel einem Mitschüler von meiner Schule, der heißt Robert und der hat eine Band gründen wollen. Und da bin ich mit eingestiegen. Und Wie hieß so die hatte Band? ich damals schon eine Band, die heißt oder heißt Spalt. Und das haben wir so von 99 bis 2002 oder so gemacht. Ist also auch schon ein bisschen länger her. Und da habe ich elektrische Gitarre gespielt. Waren beim Anfang auch nur drei Gitarren ohne Schlagzeug. Ist auch so eine gewisse Parallele. Aber insgesamt war es ein bisschen verzerrter, ein bisschen wilder noch. Wir waren ja alle jünger. Gibt es aber auch im Grunde genommen immer wieder mal in verschiedenen Zusammensetzungen. Und dadurch, dass ich nach Berlin gezogen bin von Hamburg, hat sich das dann so ergeben, dass ich da in der anderen Band nicht mehr mitgemacht habe. Und Marek hatte, glaube ich, auch noch ein paar Bands dann in Ja, Berlin. genau, in Berlin dann. Also in Kanada habe ich angefangen mit meinem Kumpel Matt zu spielen. Da haben wir Black Sabbath Songs nachgespielt. Und am 91, da haben wir auch andere Bandmitglieder gewonnen, also einen Bassisten und einen Schlagzeuger. Und mit denen wollten wir etwas in Richtung Soundgarden machen. Aber dann habe ich meine Ex-Frau kennengelernt. Und die kam aus Berlin und mit der bin ich dann nach Berlin und dann habe ich, also eigentlich erst in Berlin, meine erste richtige Band gehabt, die ist Amalgam. Und die haben hauptsächlich in Bernau gespielt. In welchem Stil? Grunge.
Wir haben zum Beispiel Rage Against the Machine gecovert. Und so. Aber haben noch die meisten Songs waren unsere eigenen Songs. Und wir waren so eine richtige Partyband. Und, ich habe Solo-Gitarre gespielt und das hat schon Spaß gemacht, so vor ein paar hundert Leuten, die abgehen, zu spielen. Das war schon ein bisschen anders, als was wir jetzt mit unserem Publikum erleben. Ja, bei Spalt gibt es auch lustige Anekdoten. Wir haben auch, also 96 haben wir angefangen und 99 hatten wir so ein bisschen unseren Höhepunkt vielleicht. Dann am Schluss war, also ab 99 auch mit Schlagzeug. Bei unseren Konzerten war, wir haben viel, insgesamt dann viel gespielt. Aber es gab immer so den Effekt, wir haben den anderen Bands, mit denen wir zusammen aufgetreten sind, immer gesagt, lass uns am Ende spielen. Nicht, weil wir die Besten sind oder weil der Top-Act normalerweise als Letzte spielt, sondern weil einfach während unseres Auftritts immer ganz viele Leute aus dem Publikum gehen. Ihr spielt sonst vor leerem Haus. Also mindestens die Hälfte des Publikums ist immer gegangen und die verbliebene Handvoll Leute oder oft Freunde von uns, die fanden es genial. Also die fanden es genauso gut wie wir. Aber also so ein Publikumsmagnet waren wir nicht. Welchen Stil habt ihr eigentlich bedient? Also im weitesten Sinne haben wir auch Postrock gemacht. Auch so Leuchtturm-Bands aus den USA waren dann eben Slint oder Gastro del Sol. Bisschen Sonic Youth beeinflusst vielleicht. Also auch viel so mit laut, leise, schnell, langsam Sachen. Und gerade mit Schlagzeug auch schon ein bisschen konventioneller im Rocksektor eigentlich angesiedelt. Wir hatten dann einmal, weil ein Freund sich da tierisch reingehängt hat, einen ganz großen Auftritt, weil wir Vorband von Mogwai waren einmal. Also Mogwai, das war aus Schottland, das ist auch halt eine so eine Band gewesen, die wir damals super fanden. Das erinnert mich so ein bisschen so an eine Geschichte, die ich mal von meiner Schwester erzählt bekommen hatte. Ein Kumpel von ihr hat auch so experimental Post-Rock irgendwas gemacht und die haben dann so ein Konzert gespielt. Und am Ende des Konzerts haben dann die ersten Leute gefragt: So, wann seid ihr endlich fertig mit Soundcheck? Das war total so. Da waren die schon fertig mit Spielen, das war schon ziemlich witzig. Aber ich habe die nie live gesehen. Finde ich ein bisschen schade eigentlich. Wie sind die? Ich weiß es gar nicht. Ich habe nur mal ein Demo-Tape in der Hand gehabt, aber da weiß ich auch nicht mehr irgendwie so, ob das überhaupt noch irgendjemand hat. Und es war halt wirklich sehr, sehr viel mit Klang und eigentlich so welche Klänge kommen bei der Gitarre raus, wenn man sie nicht spielt, sondern irgendwie so auf eine andere Art und Weise benutzt. Das war halt sehr, sehr abstruser. Ich habe es wirklich nicht mehr im Kopf. Ist auch schon jetzt, keine Ahnung, 10 Jahre her oder noch länger, seit man das letzte Mal gehört hatte. Also schon ein Stückchen. Und das waren alle eure Bands oder habt ihr noch in anderen Bands gespielt? Ja, also bei mir war dann Amalgam, das war die erste Band in Berlin und dann danach habe ich dann sind wir irgendwie auseinandergefallen und fand ich also ich wollte dann unbedingt mit jemand spielen, also mit einem Sänger, der richtig gut singen kann. Also nicht, dass der Christian von Amalgam nicht gut singen konnte, aber also ich wollte mit jemand singen, spielen, der wirklich so Gesang so als so wirklich sein Kunstwerk versteht. Und das fand ich dann in Carsten und der hat zu der Zeit mit Olaf gespielt. Olaf war ein genialer ich meine Bassspieler. Und da haben wir auch zu dritt gemacht und haben, ja, das ist schwer einzuordnen, aber es war auch Rockmusik auf jeden Fall, aber nicht konventionell. Zum Beispiel. Ja, ich finde das ein bisschen schwer einzuordnen, was konntest du das irgendwann? Es war schon ein bisschen postrockig, aber auch nicht ganz. Aber schon ernstzunehmend und anspruchsvoll einfach. Sehr anspruchsvoller Rock, würde ich sagen. Jetzt nicht so radioorientiert oder mainstreamig oder so, sondern schon sehr eigen. Ja, aber leider habe ich mich mit Carsten nicht sehr gut persönlich verstanden. Und, aber dafür haben wir es immerhin 6 Jahre zusammen ausgehalten. Wir haben 4 EPs aufgenommen. Und am Ende hatten wir sogar ein bisschen Erfolg. Also da hat sich, wir haben mal so, es gab auf
Radio Fritz, einem Wettbewerb, also wurde irgendwie so, es wurden drei Songs gespielt und die Leute konnten einen Song auswählen. Also bei den, wie hieß es, Propaganden? Ja, ich glaube schon, so hieß das ja. Und ein Kumpel von uns, der hat das dahin geschickt und hat uns gar nicht davon erzählt. Und wir wussten gar nicht davon, dass wir dabei sind. Und irgendwie durch Zufall, 2 Wochen später, habe ich dann erfahren, so, ey, ihr wart doch bei den Popagenten. Wo wart ihr denn? Die wollten euch erreichen und ihr wart gar nicht, ihr habt ein Interview gewonnen, ihr seid gar nicht erschienen. Und ja, wir wussten überhaupt nichts davon, ich wollte es gar nicht glauben. Aber wir haben da wohl gewonnen und dann hat sich sogar irgendein Produzent für uns interessiert und wollte was mit uns machen. Der hat das im Radio gehört. Und ja, wie das oft so ist, haben wir uns genau da komplett zerstritten. Und das war das Ende der Band. Wie hieß der Song, der da lief? Der Song, wie hieß der Song? Da habe ich schon vergessen, wie der Song hieß. Also ich weiß genau, wie der geht, aber den Titel habe ich schon vergessen. Das ist auch schon 12 Jahre her oder so. Ganz schön ein Stückchen. Propaganden gibt es inzwischen auch nicht mehr. Ja. Ja, und die Band, die hieß zuerst Walk, Don't Walk und später On Her Tongue. Bis gestern konnte ich losfliegen, ohne darüber nachzudenken. Aber das ist jetzt vorbei. Auf einmal weiß ich nicht mehr, wie man fliegt. Thank you.
Und danach war halt das mal zu Ende mit Musik. Also mit Bands. Und dann habe ich gemerkt, nach 2 Jahren, dass es mir sehr schlecht geht und dass ich unbedingt wieder Musik machen muss. Und habe in meinem Freundeskreis immer versucht, Leute zu engagieren, zu organisieren. Und entweder hatten sie keine Zeit oder sie wollten sich nicht regelmäßig auf irgendwas einlassen oder ich weiß es auch nicht, irgendwie, es hat geklappt, die haben zusammen geprobt und trotzdem hat es nicht, ging das nicht weiter aus irgendeinem Grund. Und habe ich irgendwann nach 2 Jahren gesagt, ich kann einfach, ich muss Musik machen und ich muss auftreten. Das ist für mich das Wichtigste an Musik machen, auftreten. Und dann habe ich einfach meine Gitarre geschnappt und gesagt, ich mache das alleine halt. Und ich war wirklich sehr zuversichtlich, dass irgendjemandem wird das schon gefallen, der im Publikum sitzt und ich werde schon mit Musiker finden. Und ja, und dann habe ich ein paar Auftritte gemacht. Ich habe schon vorher versucht, Jan zu überreden. Aber ja, irgendwie hatte sich auch irgendwie erst, war sich schon nicht ganz sicher. Aber dann nach den ersten Auftritten wollte er dann doch mitmachen. Ja. Das ist dann quasi so das zweite Projekt für dich, oder? Ja, ich erinnere das noch ganz gut. Also ich bin ja Anfang der 2000er nach Berlin aus Hamburg und habe dann erstmal gar keine Musik mehr gemacht. Also meine Band, wie gab es denn irgendwie noch weiter? Und unter dem Namen haben die sogar auch noch Platten aufgenommen oder immer mal wieder auch Auftritte gespielt. Aber ich war dann erstmal in Berlin gestrandet und an Musik habe ich mich sozusagen aktiv gar nicht gekümmert. Und dann habe ich Marek eben kennengelernt, weil wir Nachbarn waren. Also in einem gleichen Haus haben wir gewohnt, mit einem gemeinsamen Hof. Und dann haben wir Kinder im gleichen Alter bekommen und kannten uns dann aus der Nachbarschaft sozusagen. Dann hat er mich mitgeschleppt, immer mal wieder zu Konzerten oder sind wir abends mal einen trinken gegangen oder so. Das war total nett. Und ich erinnere mich noch gut an seine ersten Auftritte. Ich fand das super, was er gemacht hat. Also einer von unseren Songs, den hat er damals auch schon allein gespielt. Und auch die mit der halbakustischen Gitarre. Also es war ganz ruhig und eben langsam. Ich fand die Texte sehr gut. Und ja, über kurz oder lang bin ich dann eingestiegen. Und ich hatte vorher ja noch keinen Bass gespielt. Und das passte dann ganz gut. Also das konnte ich mir auch gut vorstellen, mit meiner wenigen Spielpraxis als Autodidakt ein bisschen den Bass zu bedienen. Und so ist es dann entstanden. Hatten wir auch einen ganz guten Proberaum bekommen über eine Freundin im Keller von einem Wohnprojekt. Ganz günstig und so. Und da ging es dann eigentlich relativ schnell gut los, dass wir uns als Duo so gefunden haben und das auch so im Improvisieren total Spaß gemacht hat und ja, schnell eigene und neue Ideen entstanden sind zu neuen Songs. Entstehen eure Songs auch eher so improvisativ, so durch Jam-Sessions oder schreibst du die jetzt? Nein, also das ist das komplette zusammen, die entstehen zusammen. Ich kann sowieso überhaupt nicht irgendwie das ist überhaupt nicht meine Herangehensweise an Musik, dass ich mir etwas zuerst überlege, sondern genau andersrum. Es entsteht erst durch den Sound, durch das Zusammenspielen oder erst so entsteht für mich Musik. Ich kann sie nicht vorher erst ausdenken. Wahrscheinlich ein bisschen schwierig bei dem Stil, den ihr macht, so da sich hinzusetzen und da das durchzukomponieren. Ja, ich kann überhaupt keine Noten lesen. Ich kann das einfach nicht. Muss man auch nicht unbedingt. Und habt ihr euch als Spiegelreflex 2008 offiziell gegründet, oder 2008 oder noch vorher? 2008 haben wir zusammen angefangen zu spielen. Und damals noch ohne Schlagzeuger, jetzt inzwischen dann wieder ohne. Genau, am Anfang ohne Schlagzeuger und war das sogar unser erstes Konzert zusammen? Ja, Das war schon. das war 2009 im Frühjahr. Da hatten wir einen Freund von Marek, Martin aus Augsburg, mit dem ausgemacht,
dass wir zwei Konzerte spielen, und zwar eins in Augsburg und dann eins in Berlin. Jeweils mit ihm zusammen. Also einmal sind wir dann sind wir erst nach Augsburg gefahren und Ach so, haben ja, dann stimmt, in in Augsburg Augsburg war das jetzt. Ach so. gespielt. Das war dann unser erster Auftritt. Damals hatten wir fünf Songs, eben ohne Schlagzeug, und der Martin ist allein aufgetreten. Und dann hatten wir 2 Wochen später in Neukölln im Boom sozusagen das Rückkonzert, das Heimspiel. Und das war dann unser erster Auftritt in Berlin. Und es klappte eigentlich sozusagen genau wie vorher, als Marek allein aufgetreten ist und ich dann im Publikum saß und nach ein, zwei Auftritten gesagt habe, ich möchte gern mitmachen, war ein alter Kumpel von mir aus Hamburg, der nämlich von meiner Band Spalt die Platten aufgenommen hat. Henry im Publikum. Also ich hatte auch ein paar alte Hamburger Kumpels eingeladen, und ich wusste gar nicht, dass er eigentlich ungefähr zeitgleich mit mir nach Berlin gezogen war. Ich wähnte ihn also noch in Hamburg, und er kam aber zum Konzert und wohnte eben auch schon mehrere Jahre in Berlin. Und am nächsten Morgen nach dem Konzert hatten wir eine E-Mail bekommen. Ich hatte ja per E-Mail eingeladen, und da fragte er, ob wir mit der Musik sozusagen absichtlich ohne Schlagzeug spielen oder ob er nicht als Schlagzeuger vielleicht einsteigen soll. So sind wir dann ein Trio geworden. Und dann Genau, und haben dann hat es auch ein bisschen ziemlich lange gedauert, bis wir zusammen bis wir das Repertoire, was wir hatten, auf Schlagzeug umgestellt haben. Das war auch ein sehr ziemlich langer Prozess. Aber irgendwann haben wir das dann auch geschafft und waren auch alle zufrieden damit. Nur das Problem kam dann, als wir anfangen wollten, neue Songs zu schreiben. Und haben wirklich alles probiert. Aber wir fanden einfach keine Idee, die uns allen gefallen hat. Und das war wirklich ein zermürbendes Jahr. Und nach diesem Jahr haben aber Jan und ich doch gesagt, wir finden eigentlich die neuen Ideen gut. Und Henry findet sie halt nicht gut. Und obwohl Henry wirklich immer gesagt hat, obwohl der super Schlagzeug gespielt hat und immer gesagt hat, ihm gefällt die Musik, haben wir dann irgendwann gesagt, dass es einfach nicht weitergeht. Obwohl Henry wirklich ein sehr guter Freund von uns war und uns das sehr weh getan hat, aber dann haben wir doch gesagt, dass wir das wieder ohne ihn versuchen müssen, damit wir überhaupt weiterkommen. Und ja, deshalb sind wir jetzt wieder zu zweit. in der Zwischenzeit war es so, dass wir auch als Trio verschiedene Auftritte hatten, und das hat immer total super geklappt. Also wir haben dann zum Beispiel in dem Wohnprojekt, wo wir im Keller geprobt haben, dann mal da oben im Wintergarten unterm Dach gespielt für das ganze Haus, so ein bisschen als Dankeschön dafür, dass wir da halt günstig proben können, und hatten dann noch ein bisschen dafür gekocht und so, und das war ein total schöner Abend. Da waren auch Kinder da, und die Songs, nach der vielen Arbeit, die wir reingesteckt haben, haben auch als Trio mit Schlagzeug gut geklappt. Also das war eben sehr viel Arbeit. Aber das Problem war, als es darum ging, nach den 5 Songs, die wir dann ja schon, also wir beide zumindest, über 2 Jahre lang gespielt haben, es musste halt irgendwie weitergehen. Und da hatten wir auch konkrete unterschiedliche Ideen, also wie das weitergehen könnte mit der Band. Und eine prinzipielle Streitfrage war immer, ob halt die Songs zu sehr immer in die gleiche Kerbe schlagen oder so von oder nur eine Stimmung bedienen, und ob die nicht irgendwie aufgelockert werden müssen mit so ganz anderen Dingen. Und das war eigentlich immer so, dass Marek und ich da gesagt haben, wir finden es gut so, wie es ist, und auch schon abwechslungsreich genug, oder also fanden nicht, dass wir so noch völlig andere Dinge oder auch Stimmung oder Genre jetzt da noch so mit kombinieren müssten oder das noch irgendwie erweitern sollten, die Palette. So. Und das war der Punkt, wo wir das Gefühl hatten, dass Henry letztendlich nicht so voll und ganz zufrieden war mit dem, was wir gemacht haben, sondern sich da irgendwie noch mehr Kontrast oder Abwechslung gewünscht hat. Eigentlich nicht so richtig viele Auftritte gespielt, oder? Einen Proberaumauftritt hatte ich bei Facebook gesehen.
wo ihr einen Gast noch eingeladen habt. Genau, also wir haben dann wirklich ein Jahr lang am russischen Ballett geschrieben. Also das war wirklich so, dass wir wirklich ein Jahr lang nichts anderes gemacht haben, als nur an diesem Song zu arbeiten. Aber es hat uns auch Spaß gemacht. Aber bis dahin halt hatten wir nicht genug Material für einen Auftritt. Also ich denke, eine halbe Stunde sollte man schon spielen. Ja, und jetzt, wo wir die Aufnahmen hoffentlich einigermaßen auf die Reihe bekommen haben, werden wir natürlich uns um mehr Auftritte kommen, weil, wie gesagt, Auftritte sind für uns das, warum wir Musik machen überhaupt. So insgesamt zusammen, also wenn man es alles zusammenrechnet. Naja, Ungefähr. insgesamt, wie viele sind das? Vielleicht 10, 15? Also ungefähr 10. Und ist eher so in Berlin und einmal Ja. Augsburg. Wird Hamburg, ja wir haben in noch Hamburg mal haben wir auch in gespielt. Hamburg, wie heißt das nochmal? In der Astra-Stube. Astra-Stube. Ja. Würdet ihr sagen, so wo war die Publikumsresonanz intensiver? Also ihr macht ja schon was sehr, sehr Spezielles. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass so nicht unbedingt jeder im Publikum jetzt spontan jetzt damit was anfangen kann. So wie. Also ich hab wirklich verschiedene Erfahrungen gemacht, wirklich von 0 bis 100. Und vor allem, ich habe gelernt, ich darf auf jeden Fall nicht auf Partys spielen oder wir dürfen nicht an Orten spielen, wo die Leute unterhalten werden möchten. Weil das funktioniert überhaupt nicht. Ich habe einmal in Leipzig gespielt bei einer Party und das war wirklich ein dramatisches Erlebnis, weil da hat wirklich kein einziger Mensch zugehört. Die haben dich wirklich demonstrativ, bis auf einen Menschen, bis ein Mädchen, das Mitleid mit mir hatte, haben sich alle demonstrativ weggedreht und haben so getan, als würde ich nicht existieren. Aber ich habe trotzdem mein Set durchgespielt. Und dann aber zum Beispiel Überraschung war für mich in der Astra-Stube in Hamburg. Das ist nicht unbedingt ein Ort, wo ich erwartet habe, dass die Leute wirklich auf Zuhören da sind. Also da gibt es auch eine Bar. Aber vielleicht der Vorteil für uns ist, dass es sehr klein ist. Also es entsteht eine sehr private Atmosphäre. Und das war unglaublich. Die Leute haben uns dort gefeiert. Und wir haben nur positives Feedback bekommen. Und jetzt zum Beispiel im Proberaum, was wir gespielt haben, das war auch sehr gut. Also da habe ich auch ein bisschen Befürchtung gehabt, weil an die anderen Bands im Proberaum, die machen wirklich komplett andere Musik und auch eher so Musik, die zum Mitgehen animiert. Aber als wir gespielt haben, saßen wirklich alle auf dem Boden und haben eine halbe Stunde lang super konzentriert zugehört. Also seit wir zusammen spielen, haben wir jedes Mal die Erfahrung gemacht, dass wenn wir live spielen, alle das Reden einstellen, keine Geräusche mehr zu hören sind. Man kann nicht nur die Stecknadel fallen hören, sondern auch unsere Musik hören. Das ist ja gar nicht unbedingt in einem Konzertrahmen gegeben, dass wirklich alle ausnahmslos konzentriert sind oder wenigstens den Anstand haben, leise zu sein und damit die anderen zuhören können. Aber es war wirklich jedes Mal eigentlich für mich das größte Feedback und das Positivste, dass während unseres Auftritts wirklich zugehört wurde und sich alle total ruhig und konzentriert mit uns zusammen verhalten haben. Und die, die uns dann angesprochen haben oder dann was gesagt haben, waren von positiv überrascht bis hin zu begeistert, eigentlich ja immer nur positiv in ihren Äußerungen. Es war eigentlich echt immer total schön. Also die Auftritte waren super und ja, das ist uns auch viel wichtiger als eine gute Aufnahme, die man sich ins Regal stellt oder so. Wir machen gern Aufnahmen, damit Leute unsere Musik kennenlernen, damit sie zum nächsten Konzert kommen. Und da suchen wir auch nicht unbedingt so konventionelle Rahmen auf. Also gerade die Bands, mit denen wir zusammen spielen, da bietet sich vielleicht schon an, dass die nicht auch einfach Partymusik machen oder den Saal rocken oder so, sondern bisher hat sich das auch immer ganz gut ergänzt, auch wenn wir mit sehr unterschiedlichen Leuten zusammen aufgetreten sind. Aber
Das hat eigentlich jedes Mal ganz gut gepasst und eben immer eine Publikumsmischung auch angezogen, die offen sind eben für auch erstmal unkonventionelle Musik. Welcher Altersrahmen so im Publikum? Also eher so die 12-Jährigen, die 20-Jährigen, die 40-Jährigen, die 80-Jährigen. Weiß nicht, ob man das festmachen kann. Es war irgendwie ziemlich breit gefächert. Ja, ich fand auch, das war sehr gemischt und auch die Leute, die ich eingeladen hatte und die gekommen sind, waren so aus richtig unterschiedlichen Generationen. Was ich ganz toll fand, war, dass das Konzert in dem Wohnprojekt mit Kindern und deren Eltern eben, die zum Teil auch älter waren als wir, total gut geklappt hat. Und da hatte ich auch ein bisschen Sorge, dass ob sich die Kinder halt so darauf einlassen können, auch und eben auch so ruhig. Und ich glaube schon, man braucht eine gewisse Offenheit, Ruhe auch, die man mitbringen muss, um die Musik zu hören und Konzentration. Und das hat auch die Kinder irgendwie in den Bann gezogen. Das hat immer gut geklappt. Und jetzt in den Clubs, wo wir gespielt haben, war es auch durchwachsen. Also junge Leute, die vielleicht gerade so aus der Schule raus sind, und aber auch Leute in unserem Alter, also ganz gemischt.
Ja, bislang habt ihr auf jeden Fall eine EP rausgebracht, die ist, glaube ich, Warte oder so, eine Demo. Genau, ja. Die kann man aber noch erwerben, oder ist die Also quasi. die gab es niemals offiziell. Das sind alles nur Proberaumaufnahmen. Also es ist eigentlich, ja, ist wirklich sehr, sehr Demo. Und die wurde auch nie offiziell irgendwie released. Aber wenn jemand Interesse hat, ich kann das auf jeden Fall weitergeben. Da haben wir so ein paar Kopien für Interessierte mal gebrannt, selbst Ja. gebrannt. Aber das sind halt Live-Mitschnitte im Proberaum, auch vor allen Dingen mit der Intention, dass wir einerseits vielleicht bekannter werden, dass man halt einfach eine Webseite hat, wo man mal reinhören kann, aber auch um halt Auftritte zu organisieren oder andere Bands anzusprechen, ob man nicht zusammen auftreten will, damit die sich halt einen Eindruck verschaffen können von der Musik. Ja, und also Ohne und Fluchtpunkt sind eben die beiden Songs, die wir jetzt auch schon sehr lange spielen, die wir schon zu zweit gespielt haben, bevor wir ein Schlagzeug hatten, dann mit Schlagzeug gespielt haben und jetzt auch gerne noch weiterspielen. Und da jetzt ist das Repertoire eben durch das Ballett neu angewachsen auf drei. Und wenn wir jetzt vier Songs zusammen haben, also der vierte ist ja auch in der Mache, dann ist es eigentlich auch wieder für uns ein abendfüllendes Set, also wo wir gut Konzerte wieder spielen können. Kann man nicht oft genug betonen, dass also Auftritte zu machen ist für uns das zentrale Wesen der Musik, also so den Live-Effekt zu haben und vor Publikum zu spielen. Und da sind wir auch insgesamt offen oder interessiert, eben nicht unbedingt in allen möglichen Berliner Clubs einfach die alle abzureißen, sondern durchaus auch offen, vielleicht unkonventionellere Orte oder was auch gut zu unserer Musik passt, Auftritte zu machen. Also ich könnte mir zum Beispiel immer gut vorstellen, vielleicht mal in irgendeiner Kirche oder auch unter freiem Himmel könnte ich mir verschiedene Sachen gut vorstellen, wo wir auch gut auftreten könnten mit unserer Musik. Mit der Band von mir, Minerva, die haben zu ihrem, sie haben vor 2 Jahren, glaube ich, in etwa eine Tour gespielt und haben sie zum Tourauftakt einfach mal sich mit einem Generator in den Wald gestellt und vor Freunden halt gespielt. Das war die Akustik ist da total krass, so, weil so ein leichtes Echo hast, das von überall her kommt, aber das nicht irgendwie so sich aufzwingt, das ist total angenehm da. Aber mit der Zeit wird dann auch alles so klamm, wenn dann plötzlich die Sonne untergeht und dann alles so anfängt feucht zu werden, also ein bisschen schwierig. Das klingt super. Aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr toller Auftritt. Zum Schluss konnte die Band überhaupt gar nicht mehr ihre Instrumente sehen, weil es so dunkel war. War schon ziemlich cool. Ja, klingt super. Im Wald würde ich auch gern spielen. Würde ich auch gerne, ich habe keine Band. Ja, habt ihr eigentlich dann auch vor, das als Album dann gehen, die Songs dann zu machen? Oder ist sowas in der Richtung absolut noch gar nicht angedacht? Na klar, also wenn wir gute Aufnahmen haben, dann möchten wir die natürlich auch unter die Leute bringen. Das ist für mich klar. Und ich Nice. hatte auch so den Eindruck bei den Konzerten, dass schon also dem einen oder anderen das so gut gefallen hat. Auch immer mal die Frage, habt ihr wenigstens eine Webseite, wo man sich das nochmal anhören kann oder so. Also gerade nach Konzerten oder nach so einem Live-Eindruck würden sich, glaube ich, auch viele das als in irgendeiner Form als Platte, kann ja auch digital sein oder sonst was, auch kaufen. Also da war auf jeden Fall auch schon immer Interesse und das ist natürlich schön, wenn man mit den Aufnahmen wirklich zufrieden ist. Also wir sind nicht unbedingt so ein Studioprojekt. Das ist es. Also es ist irgendwie für mich nicht das Wichtigste, dass die Aufnahmen total perfekt sind und dann kann ich später mir das in meinem Regal angucken und sagen, Mensch, waren wir doch gut oder das haben wir perfekt aufgenommen. Es ist schon für mich ein Mittel für die Live-Musik. Und ja, trotzdem kann man eben mit auch, ja, hoffentlich mit diesen Aufnahmen, die wir gerade gemacht haben, zufrieden sein. Und dann, ja, ich höre mir sowas auch zu Hause an. Also ich habe mit meiner vorherigen Band schon 6 Monate im Studio verbracht. Wir hatten einen, ja, der hat sich als unser Produzent bezeichnet. Also der fand unsere Musik einfach toll und der hatte ein Studio und hatte Zeit. Und der hat uns sozusagen 6 Monate lang die Möglichkeit gegeben, dort aufzunehmen. Für 4 Songs. Also, er hat quasi die Songs extrem lang,
Oder aber ja, Nein, die waren alle so 3, 4 Minuten lang, aber wir haben wirklich, also ich kann mich erinnern, dass ich manche Takes 100 Mal gemacht habe. Also, bis ich wirklich zufrieden war. Also ich hab schon mal eine so perfekte Aufnahme gemacht, wie man nur nie perfekt machen konnte. Und dann war am Ende doch irgendwie nicht zufrieden damit. Ich war also, das war unser vorletztes Album, und dann das letzte war wieder einfach nur ohne viele Takes einfach so runterspielen. Und das fand ich viel befriedigender als diese Fummelarbeit im Studio. Geht auch meistens so ein bisschen ab einem bestimmten Punkt auch wirklich die Banddynamik dann verloren. Es war perfekt, aber irgendwie so dass es lebt in dem Moment, Genau, das kriegt man irgendwie meistens dann doch eher durch einen Live-Check dann hin. also das war dann wirklich einfach überproduziert, was da daraus entstanden ist. Da gibt es ja ein so ein berühmtes Vorbild von den frühen Platten von den Cowboy Junkies. Da ist ja die eine Das auch stimmt, ja. komplett mit einem Raummikro live aufgenommen, direkt eingespielt. In einem Raum, der viel Hall hat. Ich glaube, auch in der Kirche war es oder so. Ich glaube, in der Garage war das. Oder in der Garage. Und ganz tolles Album, wo es eben genau wo dieser Live-Effekt eingefangen wurde und dann auf CD gepresst oder als Platte gepresst. Ja, da gibt es schöne Beispiele. Ja, die heißt White's Offers Now. Von wann ist die? Anfang der 90er, muss 92 oder so, 91. Wir werden alle alt. Gut, ihr habt ja schon gesagt, so, wenn der vierte Song fertig ist, wollt ihr wieder live spielen. Habt ihr auch sowas wie eine Tour geplant, irgendwann mal? Also so ein bisschen schon. Also wir haben überlegt, in den nächsten Sommer vielleicht eine kleine Tour zu machen. Wir haben noch nie eine Tour gemacht und ich habe jetzt von Freunden mir erzählen lassen, dass es gar nicht mehr so einfach ist, eine Tour zu organisieren, weil einfach in der Zeit des E-Mails werden die Clubs mit Hunderten von E-Mails pro Tag bombardiert und dass man halt ohne Booking-Agentur fast gar nichts auf die Reihe kriegt. Wir werden mal sehen, also ich werde es auf jeden Fall ein bisschen rumfragen und gucken, ob wir was machen können. Auf jeden Fall hätten wir Lust, nächsten Sommer eine kleine Tour zu machen. Ja, so in Deutschland oder schon in Europa? Nach Europa, also Vielleicht das auch. große Ding. Ja, ich meine, wir kennen auch Leute in Frankreich und in England, in Tschechien, in Italien kenne ich sogar jemanden. Also, man konnte, wenn man Glück hätte, konnte man sowas schon organisieren. Dann kommen wir zur nächsten Rubrik an diesem Podcast. Ich habe den ja bestimmt auch schon irgendwie in einer Ausgabe gehabt. Da gibt es eine Rubrik namens Magic Hat. An diesem Hut sind lauter Fragen. Fragen nach dem Motto: Je dümmer, desto besser. So richtig so die klassischen schlechten Interviewfragen. Und ihr müsst jetzt jeweils zwei rausziehen und Aber dann beantworten. der Hut sieht schon gut aus, also der sieht vielleicht besser aus als Magic. die Ja. Fragen. Für 1,50 irgendwie aus einem Gebrauchtshop. So. Zwei muss man ziehen, also. Ganz viele drin. Ich zieh mal einen aus dem Motiv von deiner aus. Soll ich das erzählen? Wer möchte anfangen? Jan hat mehr Zeit, der kann schon mal loslegen. Also, die Frage ist, wurdest du schon mal geblitzt? Wie war das für dich? Die habe ich immer noch nicht aussortiert, die ist so oft schon gezogen worden. Ich wurde gerade als Fahrradfahrer geblitzt, als ich eine rote Ampel überfahren habe. Und Wusste nicht, dass man als Fahrradfahrer überhaupt geblitzt werden kann. ja. Es Eine ist an Wunder. einer Straßenbahnhaltestelle gewesen.
Und da ist noch eine weit vor der Kreuzung, vor der Haltestelle ist eine zusätzliche Rotampel, wo aber gar kein Querverkehr ist. Da gehen auch keine Fußgänger rüber oder so. Das ist nur für den Fall, dass dort eine Straßenbahn eingefahren ist, dass dann die Haltestelle nicht überfahren wird. Und als Fahrradfahrer muss man da auf der Straße fahren. Und es war in dem Sinne kein geblitzt werden, weil sich da dort ein Polizist versteckt hatte auf Höhe der Ampel. Und ich bin 55 Sekunden, nachdem die Ampel auf Rot gesprungen ist, bin ich da mit ungefähr 5 km/h rübergefahren und befinde mich aber in der Probezeit mit meinem Führerschein. Und da erwarte ich jetzt Schlimmstes. Das kann hunderte Euro kosten und die Probezeit nochmal verlängern, also nochmal 2 Jahre. Aber das ist noch in der Mache und in der Post. Vielleicht kommt der Brief ja auch nie an. Okay, meine erste Frage ist, würdest du nackt posieren für Geld? Ja, klar. Aber ich glaube, ich würde dafür zahlen müssen. Wie viel Geld würdest du dich. Nein, ich würde eben nicht dafür zahlen. Ah, du meinst, wie viel Geld ich verlangen Zum Beispiel? würde? Keine Ahnung. Also, 3,50? es ist mir nicht so wichtig, das Geld. Ist es auch möglich, Fragen zu tauschen? Also untereinander. Willst du die? Schwer. Komm schon, schaffst du. Wie du schon gesagt hast, Fragen, blöde, typische Interviewfragen. Also, die zweite Frage lautet: Wenn du drei Dinge auf eine einsame Insel mitnehmen dürftest, welche wären das? Also das Wichtigste wären auf jeden Fall Menschen. Und allen voran meine Familie, also meine Kinder, meine Frau. Ja, und wer einmal bei mir zu Hause war, der weiß, dass es mir sehr schwer fällt, mich auf wenige Dinge zu beschränken. Also ich würde sehr gerne Bücher mitnehmen, aber nicht nur eins. Machst du Ich würde das? auch nicht ein Buch tausendmal lesen wollen, sondern lieber 1000 Bücher einmal lesen, jeweils. Und ja, Musik ist bei mir auf jeden Fall auch ganz oben mit dabei. Also auf einer Insel ist es ja schwer, Musik mitzunehmen. Aber mein Instrument ist es nicht unbedingt, aber irgendwie eine Möglichkeit, Musik zu machen, das wäre mir auf jeden Fall auch wichtig. Meine zweite Frage ist, was ist das Tollste daran, so berühmt zu sein? Ja, so berühmt wie ich bin. Also ich glaube, ich bin schon berühmter als manche Leute. Das heißt, ich habe schon ein paar Freunde, meine Bei Facebook oder ich. MySpace. Nee, ich habe sogar richtige Freunde. Und das Tollste daran ist, dass die mir ab und zu Sachen zeigen, auf die ich nie selber drauf kommen würde. Zum Beispiel? Die Freunde. Was war das Zum Letzte, was? Beispiel Musik. Zum Beispiel Jan, ich wollte, bevor ich Jan kennengelernt habe, wusste ich gar nicht, dass Low existiert. Die krasseste Slowcore-Band der Welt. Von der habe ich vorhin und hier noch nie gehört. Ja, oder überhaupt eine Art und Weise zu denken, weil wenn sie mir zeigen, was ihnen wichtig ist und was mich dazu anregt, über darüber nachzudenken, was mir wichtig ist. Dann noch ein paar letzte Worte an die Welt. Gab in meiner Abi-Zeitung so eine Kategorie: Letzter Gruß an den Rest der Welt. Sollte jeder Abiturient abgeben. Das habe ich ausgefüllt, wie alle anderen Felder auch, mit weiter so Rest der Welt.
weiter so, ja. Jetzt finde ich es nicht mehr so gut. Also möchtest du jetzt eher sagen, stopp so, Welt. Nö, jetzt will ich nur nicht mehr weiter so sagen. Der Witz ist jetzt ab, der Drops ist gelutscht. Ich würde sagen, manche Wörter klingen besser aus dem Grab. Ich jetzt frage, welche würde es wahrscheinlich die Dramaturgie jetzt versauen, also frage ich mal nicht. Nein, das ist eine Zeile aus einem unserer Songs, der nicht mehr im Repertoire ist. Welcher Song? War der auf der Ja. Demo mit drauf? Ja, der war auf der Demo mit drauf. Etwas heißt der Song. Gut, dann war es das auch. Ihr habt es überstanden. Dann mal kurz klatschen.